Verehrte Zuschauer, der Tod von Rudolf Hess hat ganz rechts außen im politischen Spektrum Aktivitäten und Vorwürfe mobilisiert, die im Windschatten menschlichen Mitleids für einen 93-jährigen Greis ihre Marktchancen in einer breiten Öffentlichkeit suchen. Einer Öffentlichkeit, die über zeitgeschichtliche Grundtatsachen nicht immer die erforderlichen Kenntnisse hat. In Abänderung des Programms bringen wir deshalb noch einmal eine 5-Minuten-Fassung einer Dokumentation, die Hans-Jörg Dürrmeier 1978 in Zusammenarbeit mit dem Münchner Institut für Zeitgeschichte erstellt hat. Rudolf Hess, der Stellvertreter, wie wir finden, kein geeignetes Objekt für verklärende Legendenbildung. Mein Führer, um Sie stehen die Fahnen und Standarten dieses Nationalsozialismus. Wenn Ihr Tuch einst morsch sein wird, erst dann werden die Menschen ganz fähig sein, rückblickend die Größe unserer Zeit zu verstehen und zu begreifen, was Sie, mein Führer, für Deutschland bedeuten. Sie sind Deutschland. Wenn Sie handeln, handelt die Nation. Wenn Sie richten, richtet das Volk. Unser Dank ist das Gelöbnis, in guten und in bösen Tagen zu Ihnen zu stehen. Komme, was da wolle. Sie waren uns der Garant des Sieges. Sie sind uns der Garant des Friedens. Adolf Hitler! Sieg Himmel! Sieg Himmel! Alexandria in Ägypten. Hier wurde Rudolf Hess am 26. April 1894 als Sohn des wohlhabenden Großkaufmanns Fritz Hess und dessen Frau Clara geboren. 1897 kam sein Bruder Alfred, 1908 seine Schwester Margarete zur Welt. Mein Vater war ein strenger, aber sehr gütiger und wohlwollender Vater. Da ich die Jüngste war und ein Mädchen war, habe ich das da mehr empfunden. Und meine Brüder sagten immer, du hast es viel besser als wir. Da ist der Vater viel nachsichtiger und hat eben das Gefühl, bei einem Mädchen ist das nicht so nötig, dass man die am Straffen und alleine nimmt. Die Hessen sind die Generation meines Schwiegervaters ist eine Familie von einer Korrektheit und Fairheit und die es heute wohl kaum, also in vielen Dingen mehr gibt. So müssen Sie eigentlich meinen Schwiegervater verstehen. Und das hat sich auch sehr stark in meinem Mann ausgeprägt. Zu Hause ist es eben deutscher als deutsch fast zugegangen, weil wir sehr stark mit Deutschland verbunden waren, wie die Auslandsdeutschen an für sich meistens oder überhaupt. Und daher stammt auch ganz bestimmt die starke nationale Tendenz in meinem Mann. Kurz und gut, der Einfluss des Großvaters auf die Erziehung, auf den heranwachsenden Rudolf Hess ist sicherlich stark gewesen in dem Sinne, dass der Großvater den ältesten Sohn, das war mein Vater, partout dazu bestimmen wollte, das väterliche Geschäft zu übernehmen und Kaufmann zu werden. Und darum hat mein Mann, was ihn später furchtbar gekränkt hat und eigentlich bedauert hat er das, hat er ja nicht Abitur gemacht, sondern wie wir heute sagen würden, die mittlere Reife und musste dann auf die Handelsschule nach Neuchâtel. Er hat sich immer geärgert, dass ich es Abitur hatte und er nicht. Aber in dem Moment, als sich also die erste Gelegenheit bot, dem Druck des Vaters auszuweichen, und diese erste Gelegenheit war der Ausbruch des Ersten Weltkrieges, hat mein Vater sich freiwillig gemeldet und hat als Leutnant an diesem Krieg, zunächst als Infanterist und dann nach einer schweren Verwundung, später als Fliegeroffizier am Krieg teilgenommen. Er hat nach dem Krieg dann auch noch wiederum als eine Konzession, möchte ich sagen, an den großväterlichen Wunsch, Volkswirtschaft studiert,
hat aber dann mehr und mehr sich anderen Dingen zugewandt, auch schon während dem Studium durch Haushofer, den er im Krieg kennengelernt hat, angefangen, sich mit Geopolitik zu beschäftigen. Und die eigenen Neigungen, die also auf ganz woanders lagen als auf dem Kaufmännischen, haben sich halt mehr und mehr Bahn gebrochen. Und nach 2 oder 3 Jahren, auch beeinflusst durch die Aufstände, er hat zum Beispiel an der Niederschlagung des Spartakusaufstandes teilgenommen, ging die ganze Tätigkeit, die ganzen Interessen mehr und mehr in das Politische hinüber und mündeten dann in den letztlich ja als politischen Menschen zu bezeichneten Rudolf Hess ein. In einem Zeitalter des Nationalismus aufgewachsen, waren die zurückgekehrten jungen Frontsoldaten wie Rudolf Hess durch den verlorenen Krieg zu brennenden Nationalisten geworden, die unbeeindruckt von Realitäten heftig die Auslöschung der Niederlage forderten. Das Kriegserlebnis hat aber auch den romantischen Protest gegen die Welt der Erwachsenen, wie er vor 1914 in der Jugendbewegung aufgetreten war, politisiert und den Bürgersöhnen überdies ein neues Gefühl der Verbundenheit mit den ärmeren Schichten der Nation gegeben. Das bedeutete freilich nicht, dass sie einem radikalen Marxismus zustimmen konnten, der die Existenz ihrer eigenen Klasse, des Bürgertums, in Frage stellte. In der Ablehnung linker Ideologien wurden sie bestärkt durch die Aufstände, mit denen Kommunisten und Rätesozialisten in vielen Teilen Deutschlands das marxistische System gewaltsam durchsetzen wollten. In jugendlichem Hochmut verwarfen sie aber auch Demokratie und Liberalismus als schwächlich und undeutsch. Feindlich standen sie deshalb auch Politikern, Parteien und Parlamenten gegenüber, die demokratischen Interessenausgleich zur Lösung der deutschen Probleme anboten. Sie suchten 1919 und 1920 nach Führern und Bewegungen, die ihnen die Zerschmetterung der Weimarer Republik versprachen. Sie träumten vom nationalen Machtstaat, der Deutschland wieder zur Größe führen und gleichzeitig eine neue Gemeinschaftsform der Nation begründen sollte. Rudolf Hess, der mit auf diese Suche ging, war also Repräsentant einer zeit- und generationstypischen Sehnsucht nach politischer Sinnerfüllung. Er studierte Volkswirtschaft und Geschichte, aber vor allem politische Geografie bei General Karl Haushofer. Haushofer war ein berühmter Mann, der auch längere Zeit in Japan gelebt hatte. Er kam aus dem Ersten Weltkrieg zurück, erfüllt von der Überzeugung, Deutschland darf nie wieder einen Krieg verlieren, nur weil das deutsche Volk über zu wenig Lebensraum verfügt. Und es muss wirtschaftlich unabhängig sein. Das war seine Lehre. Für meinen Vater war der junge Hess einer von den, hätte ich fast gesagt, zahlreichen jungen Offizieren, die also aus dem Krieg herauskamen, noch ohne einen rechten Boden unter die Füße bekommen zu haben und die man irgendwie ins Leben hineinführen musste. Und das war für ihn, wie übrigens auch vorher als Kommandeur im Krieg, eine Erziehungsaufgabe. Haushofer hat ihn nicht, was man sagen möchte, politisch, also in der Tagespolitik beeinflusst, aber er hat ihm einen geschichtlichen politischen Überblick gegeben. Er war eigentlich wie eine Art zweiter Vater, war der alte Haushofer. The important date for Rudolf Hess was 1920. 1920 war ein wichtiges Jahr für Rudolf Hess. Er besuchte mit seinem großen Vorbild Haushofer eine Veranstaltung in einer kleinen Münchner Gaststätte, dem Sternecker Bräu, um einen gewissen Adolf Hitler reden zu hören. Dieser Hitler begeisterte ihn, denn er war genauso autoritär wie sein eigener Vater. Und er sah in ihm den Mann, der Deutschland retten konnte. Einen solchen Mann hatte Hess in einem preisgekrönten Aufsatz unter dem Titel »Wie wird der Mann aussehen, der Deutschland wieder zur Höhe führt?« folgendermaßen beschrieben. Ein Mann mit starker Persönlichkeit und außergewöhnlicher Willenskraft. Kurz, ein Mann von Blut und Eisen. Und da entsinne ich mich also sehr genau. Ich machte ja, da arbeitete fürs Abitur und mein Mann wohnte ja eben mit seinem Bruder in der gleichen Pension. Und da schoss er mal abends herein, wie wir alle zusammensaßen und arbeiteten, jeder an seinem Tisch, und störte uns fürchterlich, weil er also erklärte, wir müssten in nächster
Tag oder zwei Tagen mit ihm in dieses Sterneckerbräu gehen und müssten diesen Mann, diesen Adolf Hitler, sprechen hören. Das wäre also ein unerhörtes Erlebnis. Und er wäre überzeugt, dass nun endlich der Mensch da wäre, der den Friedensschluss von 1918 wieder wettmachen würde. And his two great gods. Seine Götter waren Haushofer und Hitler. Das war eigentlich etwas seltsam, denn Haushofers Frau war Halbjüdin und Haushofer selbst war, trotz seiner geopolitischen Vorstellungen, ein liberaler Mann. Here he is a man caught between two posts, Hitler and Haushofer. And I think we should also know a little bit. Ich glaube, wir sollten auch ein wenig über Rudolf Hess wissen. Von Aufnahmen kennt man dieses kantige Gesicht mit dem ernsten Ausdruck, den schmalen Lippen und den bedrohlichen Augenbrauen. Er wirkt sehr mutig. Er sieht aus wie ein Haudegen, und das war er auch. Ein Mann, der bereit war, sich für Hitler in Saalschlachten herumzuprügeln. Aber wenn er lächelte, zeigte sich ein anderer Rudolf Hess. Wenn er lächelte, war er ein kluger, liebenswürdiger Mann. Er hatte vorstehende Zähne und das war auch ein Grund dafür, dass er die Lippen so aufeinander presste. Er war nicht ehrgeizig, auch wenn er äußerlich so wirkte. Er wollte nur dienen, er wollte Haushofer dienen und er wollte Hitler dienen. Das ist, glaube ich, ein Teil seiner persönlichen Tragik. Das politische Klima in Bayern wurde zwischen 1919 und 1923 in Erinnerung an die kurze Räteherrschaft von der Furcht vor der linken Revolution bestimmt. Die überwiegend konservative Bevölkerung sah noch in der rüdesten antimarxistischen Bewegung eine Schutzwehr, selbst wenn sie, wie Hitlers NSDAP, sogar einen nicht geheuren Antikapitalismus predigte. In diesem Klima gediehen zahlreiche nationalistische Verbände, die von Teilen der Bürokratie, Polizei und Reichswehr vorsichtig gefördert wurden. So entstand die Idee, gemeinsam das verhasste Weimarer System in Berlin zu stürzen und dann die Folgen des verlorenen Krieges zu liquidieren. Die Konservativen konnten sich nicht zum Handeln entschließen, weil sie die innenpolitischen Gegner noch für zu stark hielten und mit Recht eine Intervention der Alliierten fürchteten. Die Verbände, vor allem die NSDAP, die mit dem propagandistischen Genie Hitler an der Spitze einen stürmischen Aufschwung nahm, drängten mit wachsender Ungeduld zum Marsch nach Berlin und zur Errichtung der nationalen Diktatur. Rudolf Hess schließt sich in diesen Jahren immer stärker an Adolf Hitler an und widmet mehr und mehr Zeit der Arbeit in der Bewegung. Er organisiert, verteilt Druckschriften, klebt Plakate und steht auch in Saalschlachten seinen Mann. Im Frühjahr 1921 gründet er im Auftrag Hitlers eine nationalsozialistische Studentengruppe an der Münchner Universität und hilft später aus der Turn- und Sportabteilung der NSDAP, die SA zu machen. Am 8. November 1923 schlägt Hitler los. Als die bayerische Regierung nach einem schweren Konflikt mit der Reichsregierung zum Mitmachen gezwungen scheint. Hess stürmt mit Hitler in eine vaterländische Versammlung im Bürgerbräukeller, an der Kahr, Lossow und Seisser, die Staatsapparat, Reichswehr und Polizei kontrollieren, teilnehmen. Hitler zwingt sie mit vorgehaltener Pistole, mit ihm die nationale Revolution zu proklamieren. In der Nacht vom 8. auf den 9. November brechen sie aber dann aus dem aufgenötigten Bündnis aus und als Hitler am 9. November mit einem Demonstrationszug durch München sein Unternehmen retten will, lassen sie den Zug an der Feldherrnhalle von Landespolizei zusammenschießen. Hess nahm an diesem Marsch zur Feldherrnhalle nicht teil, weil er durch andere Aufgaben verhindert war. Hitler flieht, wird noch am 11. November verhaftet und im Februar 1924 mit etlichen Putschgenossen vor Gericht gestellt. Das Gericht, nicht bereit, Nationalisten hart anzufassen, gibt Hitler genügend Raum zur Selbstdarstellung und verurteilt ihn und einige Mitstreiter zu milder Festungshaft in Landsberg. In Landsberg tritt Hess in jenes nahe Vertrauensverhältnis zu Hitler, das über seine Zukunft entscheidet. Nicht nur am Ende, sondern schon am eigentlichen Beginn seiner Laufbahn steht also das Gefängnis. It was not until 1924, after erst nachdem Hitler 1924 für seine Beteiligung am Putsch zu 5 Jahren Haft in Landsberg verurteilt worden war, verließ Rudolf Hess sein Versteck in Salzburg. Rudolf Hess finally came out of hiding in Salzburg.
He surrendered and he too er stellte sich und wurde ebenfalls nach Landsberg geschickt. This came at a most opportune time for Adolf Hitler. Er kam für Adolf Hitler gerade zur rechten Zeit. Hitler war nach seiner Verhaftung außerordentlich deprimiert gewesen und wollte Selbstmord begehen. Aber er hatte während der Gerichtsverhandlung seinen Kampfgeist wiedergefunden und sich selbst zum Ankläger seiner Richter aufgeschwungen. Als er nach seiner Verurteilung nach Landsberg kam, beschloss er, ein Buch zu schreiben. Dieses Buch war Mein Kampf. Rudolf Hess war nicht nur ein Sekretär, der das Buch für Hitler zu Papier brachte, sondern er war auch der Mann, der Hitlers Ideen die geistige Resonanz bot. Er spielte eine wesentlich wichtigere Rolle bei der Entstehung dieses Buches, als weithin angenommen wird. Ich würde nicht so weit gehen und ihn als Mitautor bezeichnen, aber er hat Wesentliches zu diesem Buch beigetragen. Und da ich Antiquariatsbuchhändlerin war und Kataloge herstellen konnte, hatte ich also auch absolute Kenntnis über alle Zeichen für Drucker. Und darum war ich sogar mit angestellt bei dieser Angelegenheit. Ich musste so die Fahnen druckfertig machen. Aber geschrieben und getippt hat es Hitler ganz völlig alleine. Und mein Mann ging dann mit diesen Fahnen, die wir bearbeitet hatten, also ausgestrichen, Wiederholungen ausgestrichen und so weiter, ging er zu Hitler und sie haben dann zusammen die Korrekturen gemacht. As a matter of fact, Hitler offered. Hitler bot ihm an, nach der Entlassung sein Privatsekretär zu werden. Hess musste sich entscheiden. Haushofer versuchte, ihn zur Fortsetzung seiner akademischen Laufbahn zu bewegen, aber bei einem späteren Besuch von Haushofer musste er eingestehen, dass er sich dem Führer verschrieben hatte und sein Leben dem Nationalsozialismus weihen wollte. Als Sekretär gehörte Hess nun zum engsten Kreis um Hitler. In der sogenannten Kampfzeit, die mit Hitlers vorzeitiger Entlassung am 20. Dezember 1924 aus Landsberg und der Neubegründung der NSDAP im Februar 1925 begann, dominierten aber neben Hitler andere Figuren. Göring, Goebbels, Röhm. Erst als der zweite Mann der Partei, Gregor Strasser, im Dezember 1932 gestürzt war, erhielt Hess ein zentrales Amt in der NSDAP. Hitler übertrug ihm die Leitung der neu gegründeten Zentralkommission der Partei. In dieser Eigenschaft waren seine Kompetenzen jedoch beschränkt. Es gab zwar kaum noch parteiinterne, personelle oder organisatorische Fragen, in die Hess nicht entscheidend eingreifen konnte, aber er hatte doch kaum Einfluss auf Hitler und die Formulierung der Parteipolitik. Allerdings hatte Hess hohen Anteil am Aufbau des Personenkults um Hitler und mit seiner Hitlergläubigkeit handelte er gleichsam stellvertretend für eine mächtige Bewegung in der Bevölkerung, die auf einen Führer schwören und sich von einem Führer retten lassen wollte. Ich glaube, wichtiger als all seine Ämter war die Tatsache, dass er der engste Vertraute Hitlers war, ohne dabei Hintergedanken zu haben. Hitler fühlte sich von ihm nicht bedroht. Es war für ihn eben Hess ein Mann, der ungefährlich war gegenüber seiner Einschätzung bei anderen Leuten. Und infolgedessen glaubte er, dass er damit am besten fahren würde. Aber Hess hat ja praktisch nie eine richtige Rolle als Stellvertreter ausüben können, denn alle maßgebenden und wirklich entscheidenden Dinge sind von Hitler selbst gemacht worden, oder aber sie sind Leuten übertragen worden, die also auf einem ganz speziellen Gebiet dann die Stellvertretung Hitlers sozusagen als kommandoführend übernommen haben. Nehmen wir an Göring, nehmen wir an den Goebbels für die Propaganda, nehmen wir an dann später Schacht für die Wirtschaft oder irgendwie Speer dann auch für die Rüstung, ganz gleich zu welchem Zeitpunkt man diesen Stellvertreter gebraucht hat, hat Hitler immer jemanden geholt, der auf einem ganz besonderen Gebiet ihm dazu geeignet erschien. Aber er hat sich nie dazu entschlossen, diesen Leuten dann eine allgemeine Rolle als Stellvertreter einzuräumen, so wie das bei Hess der Fall war, der aber davon nicht Gebrauch machen konnte, weil das der Hitler gar nicht wollte. Hess war dafür bekannt, dass er Hitler mit Dingen behelligte, die nicht gerne ausgesprochen wurden. Wenn in der Partei irgendwelche Skandale waren, dann war Hess derjenige, der zu Hitler ging und um Abstellung, um die Abstellung forderte. So war beispielsweise Hess die treibende Kraft,
die dazu führte, dass der Gauleiter von Franken in Nürnberg, Julius Streicher, seine Ämter als Gauleiter enthoben wurde, weil er sich an jüdischem Eigentum bereichert hatte. Streicher wurde in gewissem Sinne in die Verbannung auf ein Gut in der Nähe von Nürnberg geschickt und durfte Nürnberg nicht mehr betreten. Das war Hess. Und er hat das in all diesen Fällen funktioniert und hat versucht, das durchzusetzen, was er im Einzelfall für anständig hielt. Das schloss aber nicht aus, dass es für Hess auch immer Einzelfälle waren. An das Prinzip des Nationalsozialismus, an das ließ er nicht tasten. Da gab es keine Kritik, sondern da stellte er sich eisern, also vor den Führer, vor die Partei, vor die Bewegung, also vor das Prinzip. Wenn sich mein Mann über Hitler geärgert hatte, also, dann ging er nicht hin und sagte, nein, das soll so und so und so und so sein, sondern dann nahm er sein Rad und fuhr eine Stunde laut schimpfend durch den englischen Garten, war ganz böse, sagte dem Hitler also seine Meinung laut vom Rad herunter. Und wenn er sich dann also Luft gemacht hatte, dann ging er ruhig hin und sagte dann in Ruhe das, was er haben wollte, und hat dadurch sehr viel bei Hitler erreicht. Hess hatte nicht den Einfluss eines Stellvertreters, auch nicht in der Partei. Die anderen Parteigrößen wie Dr. Ley arbeiteten selbstständig neben Hess, und insbesondere hat etwa ab 35, 36 sich der Einfluss von Martin Bormann geltend gemacht, der es verstand, sich bei Hitler in der persönlichen Umgebung einzunisten und der mehr und mehr als Vertreter von Hess dort an Einfluss gewann und Hess in den Schatten stellte. Am 21. April 1933 wird Hess zum Stellvertreter des Führers in allen Angelegenheiten der NSDAP ernannt. In dieser Eigenschaft nimmt er auch an den Sitzungen des Reichskabinetts teil. Als er im Dezember 1933 zum Reichsminister ohne Geschäftsbereich bestellt wird, erhält er zusätzliche Aufgaben: die nationalsozialistische Ausrichtung der staatlichen Gesetzgebung und die Kontrolle der Bürokratie. Ohne die Zustimmung der von ihm geleiteten Parteikanzlei kann in Deutschland kein Beamter mehr ernannt oder befördert werden. Hess fehlt aber die Brutalität, die im Dritten Reich notwendig ist, um Macht zu gewinnen und Macht zu behaupten. In der Partei fordern und behalten Gauleiter den direkten Zugang zu Hitler und weitgehende Autonomie in ihren Territorien. Die wichtigsten Felder staatlicher Tätigkeit, wie Außenpolitik, Armee und Polizei, Wirtschaft, Judenpolitik und Propaganda, sind entweder von Hitler selbst besetzt oder von Männern, die keine Autorität außer der des Führers anerkennen. So entspricht der tatsächliche Einfluss von Rudolf Hess keineswegs der Fülle seiner hohen Ämter. Zwar unterschreibt er die Gesetze des Dritten Reiches, doch ist er an ihrer Entstehung und Durchführung fast stets nur am Rande beteiligt. Andererseits billigt er den Inhalt etwa der Nürnberger Gesetze und damit ihre Folgen. Das begründet eine mehr als formale Mitverantwortung für die Entwicklung des Regimes bis 1941. Auch war er bis zu diesem Zeitpunkt durch die besondere Beziehung zu seinem Führer mit allen außenpolitischen und militärischen Überlegungen Hitlers vertraut. Hess war davon überzeugt, dass Deutschlands Schicksal mit dem Englands verknüpft war. Nach dem Überfall auf Polen war er tief deprimiert. Als er erfuhr, dass Hitler den Einmarsch in Russland plante, war er einer der wenigen, die sich dagegen aussprachen. Nicht, dass er gegen eine Erweiterung des Lebensraumes war, aber er war der Meinung, dass ein solcher Angriff nur mit einem Verbündeten wie England gewagt werden sollte. Er war darüber so besorgt, dass er schließlich seinen alten Professor Haushofer aufsuchte. Bei einem Spaziergang im Grünwalder Forst diskutierten sie stundenlang, wie eine friedliche Einigung mit England zu erreichen wäre. Für Haushofer gab es nur einen erfolgversprechenden Weg. Hess sollte sich persönlich mit einem einflussreichen Engländer auf neutralem Boden treffen. Das kam einer Neigung zum Theatralischen bei Hess entgegen. Und vielleicht hoffte er dadurch, auch bei seinem Führer wieder Anerkennung zu finden.
In this wave of enthusiasm, he went to Hitler, told him the proposition. Voller Begeisterung unterbreitete er Hitler den Plan und schlug vor, Professor Haushofers Sohn Albrecht, der im Außenministerium tätig war und viele Freunde in England hatte, als Vermittler einzusetzen. Obwohl Hitler Hess aufgrund der vorangegangenen Meinungsverschiedenheiten schon seit über einem Jahr nicht mehr an wichtigen Konferenzen teilnehmen ließ, hatte er sich doch noch eine starke Zuneigung zu seinem Stellvertreter bewahrt und gab ihm mürrisch seine Zustimmung. Daraufhin enthüllte Hess seinen Plan dem jungen Haushofer. Dieser war auch im Widerstand tätig. Das hat mein Mann Gott sei Dank bis heute nie erfahren. Und das würde ihn unendlich verletzt und gegrämt haben. Denn er hat ja seine ganze Stellung und sein ganzes Gewicht eigentlich zum Schutz der Haushofers ins Gewicht geworfen und hat sicher niemals geglaubt, dass ein Haushofer ihn mal bis zu einem gewissen, man muss ganz ehrlich sagen, betrügen konnte. Und das hat Albrecht Haushofer getan. Er hat am Anfang mit Willen meines Mannes und mit Wissen auch Hitlers die Beziehungen nach Portugal aufgebaut. Aber später hat er dann sehr stark im Widerstand mitgearbeitet. Er hielt das für eine närrische Idee, wie er später seinem Vater schrieb. Aber er beschloss mitzumachen und schlug vor, seinen Freund, den Herzog von Hamilton, einzuschalten, der selbst ein hervorragender Flieger war. So schrieben sie einen Brief an Hamilton. Das Schreiben ging über einen Vertrauensmann in Lissabon nach England, wo es vom militärischen Abschirmdienst der Luftwaffe abgefangen wurde. There was picked up by the censor, who turned it over to RAF intelligence. And of course, so much time had gone on. Es verging viel Zeit und Hess, der ohne Antwort geblieben war, verlor schließlich die Geduld. Er beschloss, auf eigene Faust zu handeln. Er hatte eine glorreiche Idee. Und so hat er also auf der einen Seite diese diplomatischen Friedensfühler anlaufen lassen, an denen mein Bruder auch beteiligt war. Und auf der anderen Seite und in Unkenntnis meines Bruders und verschiedener anderer liefen bei ihm schon auch die Vorbereitungen für den Englandflug. Seine Idee war, etwas so Dramatisches zu wagen, dass es nicht nur der Welt gefallen, sondern auch den Frieden erzwingen würde. Er würde inkognito zum Herzog von Hamilton fliegen, um seinen Vorschlag zu unterbreiten. Hess wusste sich bei seinem Vorhaben in Übereinstimmung mit Hitlers außenpolitischer Grundkonzeption. Hitler sah immer in einer deutsch-britischen Verständigung ein entscheidendes operatives Element seiner Außenpolitik. Beide haben offensichtlich nie begriffen, dass für jede britische Regierung ihre Art der Verständigung unannehmbar war. Denn Hitler forderte, dem Dritten Reich den europäischen Kontinent als Herrschaftsgebiet zu überlassen und bot dafür nur die vorläufige Schonung des Commonwealth an. Nachdem Hitlers Eroberungspolitik das widerwillige England doch zur militärischen Intervention gezwungen hatte, war der Fehlschlag jener Konzeption offenkundig geworden. Auch nach den deutschen Siegen in Polen und Frankreich war England nicht bereit, zum Satelliten Deutschlands abzusinken. So entschloss sich Hitler, Russland auch mit einem unbesiegten England im Rücken anzugreifen. Nach der Besetzung Russlands hoffte er, die Engländer doch noch zur Anerkennung seines Imperiums nötigen zu können. Hess hielt das für einen gefährlichen Gedanken und da er seinen Führer nicht davon abbringen konnte, beschloss er, Hitlers Version der Verständigungskonzeption durch einen dramatischen politischen Coup zu retten. In den Sommer- und Herbstmonaten 1940 unternimmt er regelmäßig Trainingsflüge und lässt dabei seine Maschine auf den neuesten Stand der Technik bringen. Vom 4. November stammt der Abschiedsbrief an seine Familie, den er zusammen mit einem Brief an Hitler und genauen Anweisungen in einem verschlossenen Umschlag seinem Adjutanten übergibt. Im Dezember 1940 schlägt der erste Versuch, nach England zu fliegen, aus technischen Gründen fehl. Es folgen zwei weitere Versuche im Januar und April 1941. Das erste Mal richtig in Aktion getreten ist der Hess praktisch eher am 10. Mai 1941. Und dieser Flug nach England mit all dem, was damit zusammenhing, konnte man ja nicht als die Aufgabe des stellvertretenden Führers bezeichnen, sondern das war eben sein eigener Einfall. Inwieweit Hitler von der Sache irgendwie gewusst hat,
Das ist bis heute nicht geklärt, auch nicht für uns, die in der nächsten Umgebung Hitlers am Berghof diese Tage miterlebt haben. Mein Mann ist am 10. Mai an einem Samstag geflogen. Und an dem Montag vorher ist er in Berlin gewesen und hat mehrere Stunden mutterseelenallein mit Hitler in der Reichskanzlei gesprochen. Das wissen wir zufällig, weil er hatte ja auch ein 8-Begleitkommando. Und einer der Kriminalbeamten, der hat ihn von unserer Wohnung in die Reichskanzlei begleitet und hat im Vorzimmer gewartet. Und sie haben stundenlang in dieser Nacht miteinander gesprochen, und zwar sehr lebhaft und sehr heftig gesprochen. Aber kein Mensch weiß, was sie gesprochen haben. Nachher ist dann die Tür aufgegangen und Hitler ist rausgekommen, den Arm um meinen Mann gelegt und hat lachend gesagt, Hess, Sie sind ein alter, ekelhafter Dickkopf. Ich weiß das ja schon seit langem. Und ich erkläre mir, daraus schließen nun einige, dass die Sache der Flug mit Wissen Hitlers, was ich nicht glaube, sondern ich glaube vielmehr, dass mein Mann hinübergegangen ist und mit jeder Taktik, die er ja immer gehabt hat, zu Hitler gesagt hat, also ihre Idee mit dem Ausgleich mit England, das ist jetzt ein Unsinn, das geht nicht mehr, und also ihm widersprochen hat, sehr scharf. Und Hitler gereizt hat, wieder zu widersprechen. Wahrscheinlich hat Hitler ihm dann einen langen, leidenschaftlichen Vortrag über seine Idee des Ausgleichs mit England gehalten. Und dann ist mein Mann abends still und ruhig und allein in seine Wohnung gegangen und hat sich gesagt, dass Hitler heute noch den Wunsch hat eines Ausgleichs mit England, das weiß ich nun. Well. Alles war geschickt eingefädelt und kaum jemand ahnte etwas. Ja, es war ein Tag eigentlich wie immer. Er hat mittags noch Besuch gehabt und ich selbst bin nicht gut beieinander gewesen. Ich war bei dem Mittagessen gar nicht dabei. Dann ist er noch zu mir raufgekommen, hat bei mir am Bett Tee getrunken. Dann ist er noch zum Jungen reingegangen ins Kinderzimmer, hat den Jungen noch angeguckt und stand dann bei mir, und das hat er mir später mal geschrieben. Es hätte ihn also eiskalt durchfahren, weil er geglaubt hätte, ich hätte irgendwie mit weiblicher Schleue Rückschlüsse gezogen. Ich hätte ihn nämlich gefragt, wann kommst du zurück? Hat er gesagt, ach, ich nehme an, Montag. Und da hätte ich plötzlich den Kopf geschüttelt und hätte gesagt, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass du Montag zurück bist. Du hast irgendetwas Längeres vor. Da wäre dann schleunigst auf und davon, weil er also irgendwie Angst hatte, dass da eine Diskussion entstehen könnte und dass ich mehr geschlossen hätte, als wie er wünschte. Und ohne jeder Komplikation am 10. Mai 1941, Wetter war wieder hervorragend, Hess startete. Wir saßen mit den Adjutanten wieder in den Büros und verging die Zeit, es wurde dunkel, es wurde Nacht, Hess war nicht da, die Adjutanten wurden nervös, erkennbar nervös, und der Adjutant Pinsch griff sich dann in die Tasche und nahm einen Briefumschlag heraus und erklärte dann, weshalb er die Aufgabe, ich glaube sogar, er hat gesagt, die ungute Aufgabe, er müsse in das Führerhauptquartier, Obersalzberg war es damals, und müsse diesen Brief übergeben. In the letter, in diesem Brief erläuterte Hess seinen Plan, seine Beweggründe und warum er den Frieden wolle. Ich weiß, mein Führer, schrieb er, ich vollziehe nur Ihren Wunsch, denn auch Sie glauben, dass wir mit England zusammenarbeiten müssen. Er beschrieb die Schwierigkeiten seiner Mission und die geringen Aussichten auf Erfolg. Gelingt es, soll es Ihr Verdienst sein. Schlägt es fehl, erklären Sie mich für verrückt. Ich war eines Tages auf dem Obersalzberg und wartete im Vorraum, und dort traf ich zwei Menschen, die ziemlich erregt wirkten und sagten, sie möchten doch unbedingt vor mir zu Hitler kommen. Ich hatte eine Zeichenrolle dabei und hätte also längere Zeit, mein Besuch bei Hitler hätte längere Zeit in Anspruch genommen. Ich trat zurück und die beiden wurden bald darauf zu Hitler hereingerufen. Darauf hörte ich
im Vorzimmer einen unartikulierten, lauten Schrei. Darauf hat Hitler laut nach Bormann geschrien. Bormann kam bald darauf herein und es entstand nun eine ziemliche Aufregung, von der ich nicht wusste, was sie bedeutete. Erst viel später, einige Stunden später, am späten Nachmittag, wurde uns dem privaten Kreis Hitlers am Obersalzberg klar, dass Hess nach England geflogen war. Hess war am Samstagabend mit dem Fallschirm über der Flurs Farm südlich von Glasgow abgesprungen. Er gab sich als Hauptmann Alfred Horn aus und verlangte, den Herzog von Hamilton zu sprechen. Dieser kommt am Sonntagmittag in die Kaserne in Glasgow, in die man Hess während der Nacht gebracht hat. Zur selben Zeit wird Hitler auf dem Berghof der Brief übergeben, den Hess für ihn zurückgelassen hatte. Am Sonntagabend berichtet Hamilton Winston Churchill von seinem Gespräch mit Hess und in Berchtesgaden rätselt man herum, ob Hess noch am Leben sei. Erst als am Montag, den 12. Mai, der Leiter des Europadienstes der BBC, Ivan Kirkpatrick, Hess einwandfrei identifiziert hat, gibt der britische Informationsminister eine kurze Meldung an die Presseagenturen heraus. Da hatte sich auch Hitler entschlossen, das Verschwinden seines Stellvertreters bekannt zu geben und ihn für verrückt erklären zu lassen. Es ist nicht festzustellen, ob Hitler wirklich so unwissend war. Aber eines weiß ich und kann ich mich erinnern, dass Hitler schon am zweiten Tag nach dem Flug von Hess nach England erklärt hat, wenn er zurückkommt, lasse ich ihn erschießen. Und nun kommen wir zur Reaktion meines Bruders, der ja in diese diplomatischen Fühler eingeschaltet war und der, auch wenn nur ein kleiner Silberstreifen am Horizont war, oder eine ganz kleine Chance des Erfolges, der immerhin mit gutem Gewissen daran mitgemacht hatte, weil er sagte, man muss jede Gelegenheit benutzen und so weiter. Für meinen Bruder waren nun diese Fäden alle zerrissen. Ich sehe ihn noch in Gedanken vor mir, wie er also herumlief, wie ein Tiger im Käfig und immer wieder sagte, und mit solchen Narren soll man Politik machen. Weil er einsah, dass eben mit diesem Mittel, mit diesem Flug oder überhaupt mit solchen Mitteln den Engländern, den Angelsachsen oder den erst rechten Amerikanern gegenüber eben Dichtpolitik zu machen war. So bezog sich also dieser Vorwurf der Narretei, bezog sich einfach auf die Untauglichkeit der Mittel. Was mit Hess geschehen wäre, wenn eine etwas absurde Flug von Hess und die Mission, die er sich vorstellt, Erfolg gehabt hätte, wenn er also mit einem Art Friedensangebot der Engländer zurückgekehrt wäre. Ich würde meinen, dass Hitler dann alle Bedenken und allen Ärger auf die Seite gestellt hätte und ihn empfangen hätte wie einen großen Helden, dem es gelungen ist, das Ziel, was Hitler in dieser Zeit auch hatte, nämlich sich den Rücken freizuhalten, für den Krieg gegen Russland durch eine Neutralisierung der Engländer zu erreichen. In England gab es im Frühjahr 1941 schon deshalb keine Friedenspartei, weil militärische Rückschläge in Nordafrika und auf dem Balkan zu verzeichnen waren. Andererseits der erkennbar werdende deutsche Angriff auf die Sowjetunion militärische Entlastung versprach. So ging man über den Fall Hess einfach zur Tagesordnung über. Die Beschränkung der Berichterstattung und die Isolierung von Hess in bequemer, aber strenger Haft dienten freilich auch dem Zweck, den geringsten Anschein von Verhandlungsbereitschaft und damit jede Gefährdung der Moral der Engländer zu vermeiden. Wie viele berühmte Leute vor ihm wurde Hess in den Tower von London gesperrt. Hitler war zunächst außer sich und verlangte, dass Hess wie ein Hochverräter behandelt werden solle. Aber später fühlte er, dass Hess es allein für ihn getan hatte. Er hielt ihn nicht für verrückt, sondern das Ganze für schlechtes Urteilsvermögen. Hitler hat viel später gesagt, dass, und zwar war es nach dem 20. Juli 1944, dass schon eine Wurzel für den 20. Juli gelegt wurde durch den Flug von Hess und dass er
bei einem Friedensvertrag er verlangen würde, dass Hess ausgeliefert würde und dass er wegen Hochverrat angeklagt und dann exekutiert werden würde. Rudolf Hess did not return to his homeland until it was time for the Nuremberg trials. Hess kehrte erst zum Nürnberger Prozess in sein Heimatland zurück. Nach Göring war er der Angeklagte Nummer zwei und er erwies sich selbst einen schlechten Dienst. Durch sein exzentrisches Benehmen machte er sich jeden zum Gegner. Er gab vor, sein Gedächtnis verloren zu haben, er wollte nicht in den Zeugenstand treten, er lehnte jede Zusammenarbeit ab, las während der Verhandlung und so weiter. Er erkannte einfach das Ganze nicht als rechtmäßige Gerichtsverhandlung an. Leider kam das, was er wirklich getan hatte, überhaupt nicht zur Sprache. Heute wird viel Kritik an den Nürnberger Prozessen geübt. Dabei muss man aber die Zeit berücksichtigen, zu der sie geführt wurden. Nach Kriegsende, 1945-46, als Hass wütete. Ich glaube, für die damalige Zeit war es ein sehr faires Verfahren, geführt von wirklich qualifizierten Leuten. Zunächst möchte ich betonen, dass der Fall Rudolf Hess nicht charakteristisch für die Situation der anderen Angeklagten war. Zum Ersten hatte er, im Gegensatz zu seinen Mitangeklagten, Deutschland durch seinen berühmten Flug nach England schon 1941 verlassen. Er war also offensichtlich nicht an den Massenmorden und anderen kriminellen Delikten beteiligt, die während seiner Abwesenheit begangen worden waren und auch Gegenstand der Verhandlungen waren. Rudolf Hess war angeklagt in allen drei Punkten, wenn man einmal von dem Tatbestand der sogenannten Verschwörung absieht. Es wurde ihm vorgeworfen, Kriegsverbrechen begangen zu haben. Außerdem wurde er beschuldigt, an der Begehung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit beteiligt gewesen zu sein. Und außerdem wurde er beschuldigt, ein Verbrechen gegen den Frieden begangen zu haben, sich also an der Vorbereitung, Planung und Durchführung eines Angriffskriegs beteiligt zu haben. Sein Fall war auch deshalb einzigartig, weil er behauptete, das Gedächtnis verloren zu haben und sich nicht an die Nazi-Zeit erinnern zu können. Wenn das zutraf, dann hätte es ernsthaft seine Verhandlungsfähigkeit in Frage gestellt. Rudolf Hess ist, um diese Frage zu beantworten, von vier Psychiatern der vier Anklagemächte untersucht worden. Alle vier sind zu dem Ergebnis gekommen, dass Rudolf Hess sowohl verhandlungsfähig war, wie auch zurechnungsfähig. Obwohl ich nicht glaube, dass man uns einen rechtlichen Vorwurf machen kann, weil wir ihn vor Gericht gestellt haben, bin ich doch der Meinung, dass es ein Fehler war. Er war nicht in die Kriegsverbrechen und Gräueltaten verwickelt, denn er war nicht in Deutschland. Er war im Grunde ein Parteibeamter. Er stand aber Hitler sehr nahe und er hatte einen hohen Rang in der Parteihierarchie. Ich glaube, deshalb haben ihn die Hauptankläger vor Gericht gestellt. Es hat sich als Ergebnis der Beweisaufnahme herausgestellt, dass er nur für den Bereich der Partei Stellvertreter Hitlers war, dass er aber keinen wirklichen Einfluss auf die außenpolitischen und militärischen Entscheidungen hatte. Ich bezweifle auch nicht, dass er Kenntnis von Hitlers Kriegsvorbereitungen hatte und diese auch billigte. Deshalb meine ich, dass die Anklage gegen ihn in diesen Punkten gerechtfertigt ist, obwohl die Rechtsgrundlage für eine Anklage wegen des Verbrechens der Vorbereitung und Durchführung eines Angriffskrieges, nach Meinung vieler Juristen, historisch nicht so fundiert ist wie die anderen Anklagepunkte, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und es bleibt äußerst umstritten, ob es richtig war, einzelne Personen wegen der Planung und Durchführung eines Angriffskrieges zu verurteilen. Wir haben darauf hingewiesen, dass es am 1. September 1939 keinen Satz des Völkerrechts gegeben hat, der den Schluss zulassen würde, dass ein Minister oder General persönlich und strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden kann. Ich bin der Meinung, dass es einen solchen Rechtssatz auch heute noch nicht gibt. Hess war der einzige Angeklagte in Nürnberg, dessen Verurteilung und Strafe nur auf diesem umstrittenen Anklagepunkt basiert. Und das macht seinen Fall besonders bemerkenswert. Ich persönlich glaube, dass es richtig war, einen solchen Anklagepunkt zu haben. Aber das ist eine andere Sache. Hess suffered on that ground alone and nobody else did at Nuremberg. Für Hess war seit 1941 die Zeit stehen geblieben.
In seiner Isolierung in England bewahrte er das Bild jenes Deutschland, das sich nach den Siegen in Frankreich wie in Nord- und Südeuropa auf einem Höhepunkt seiner Machtentfaltung befand. Die lange Agonie des Dritten Reiches seit Stalingrad und El Alamein blieb für ihn ein toter Bericht, wurde nicht zur lebendigen Erfahrung. Als er im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess vor Gericht gestellt wurde, fühlte er sich immer noch als Repräsentant der Nazi-Großmacht und die Anklagepunkte Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit schienen ihn überhaupt nicht zu berühren, obwohl er von der Errichtung der Konzentrationslager bis zu den Vertreibungen und Morden in Polen von vielen Verbrechen Kenntnis hatte. Sein Mangel an Schuldbewusstsein spricht auch aus seinen Schlussworten vor dem Tribunal. Es war mir vergönnt, viele Jahre meines Lebens unter dem größten Sohne zu wirken, den mein Volk in seiner tausendjährigen Geschichte hervorgebracht hat. Selbst wenn ich es könnte, wollte ich diese Zeit nicht auslöschen aus meinem Dasein. Ich bin glücklich zu wissen, dass ich meine Pflicht getan habe, meinem Volk gegenüber, meine Pflicht als Deutscher, als Nationalsozialist, als treuer Gefolgsmann meines Führers. Ich bereue nichts.